Herzlich willkommen zum dem Tutorial GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten uns das letzte Mal den Slider oder Scale angesehen und einige grundlegende Parameter, wie man die einstellen kann. Und diesmal möchte ich euch auf eine Besonderheit von dem Slider hinweisen, nämlich auf den Command-Befehl. Gut, den hat nun jedes Widget von dem Python GUI, aber es gibt ja eine Besonderheit in Bezug auf die Methode, die man übergibt und damit dann auch auf die Methode get. So, wir gehen wieder in unser Programm hinein und wir programmieren oder schreiben uns gleich jetzt mal einen Wert hinein, einen Command, und das ist Zeigwert. Das müssen wir jetzt definieren hier oben. Def Zeigwert. Und das machen wir wie gehabt. Und ich möchte jetzt in meinem Label hier, in dem Lab, möchte ich den Text verändern und den anzeigen lassen, was in dem Slider drin ist. So. Und ich übergebe, so wie wir das gelernt haben, Regler.get. Das müsste mir die Variable rausgeben. Und damit hat sich das. So, das gibt jetzt eine Fehlermeldung. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Aber ich wollte es euch zeigen. So, und hier gibt er als Typ-Error raus, Zeigwert takes 0 positional arguments, but one was given. Das heißt, es gibt kein Argument in Zeigwert hier in unserem Programm. So. Aber einer wurde übergeben. Das heißt, ich muss hier oben, wenn ich hier in Zeigwert reingebe, muss ich mir einen Wert reinsetzen. So. Das ist das Erste, aber ich kann euch auch noch mal zeigen, was das Programm jetzt gerade macht, nämlich gar nichts. Also offensichtlich funktioniert die Methode get hier gar nicht. So. Und das hat seinen Grund, denn beim Scale wird automatisch, oder sagt der, haben sich die Programmierer gesagt, da wird sowieso irgendetwas übergeben, was wichtig ist, und das können wir mit s-Wert jetzt anzeigen. Das heißt, hier wird übergeben ein Wert, der Wert, wo nämlich sich gerade diese kleine, dieser Regler befindet auf der Scale. Und ich muss das gar nicht mehr mit get, mit einem Befehl abfragen. So, ich speichere das Ganze ab und zeige euch das Ganze mal. Es gibt hier jetzt, wie ihr seht, keine Fehlermeldung mehr. So. Und das Erste, was wir sehen, wir hatten ja im Label hatten wir den Text auf 10 gesetzt, und hier sehen wir jetzt, der ist auf 17. Das ist der Anfangswert. Und jetzt fahre ich das herum und super, es funktioniert. Jetzt kann ich mir das Ganze noch ein bisschen schöner machen. Ich kann nämlich sagen, Wert, Doppelpunkt, dann muss ich ein Plus dazwischen setzen. Plus steht dafür, dass man zwei Strings zusammenfügt. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ich kann mir die Werte auch ganz individuell anzeigen lassen. Ich muss mir das nicht auf dem Slider selber anzeigen lassen. Gut, das war's. Wir merken uns, beim Command für die Scale wird ein Wert übergeben. Den muss ich dann in der Methode, die ich mir definiere, abfangen durch eine Variable. Und dann kann ich das einfach so auch ausdrucken. Zu beachten ist dabei noch, dass Text immer einen String erwartet, also eine Zeichenkette, und nicht einfach nur eine Zahl, also einen
zum Beispiel eine Ganzzahl, ein Integer oder eben eine Fließkommazahl, ein Double. Und wenn ich den Wert als Zahl haben möchte, dann muss ich den umwandeln. Also hier in S-Wert wird tatsächlich nur eine Zeichenkette übergeben und nicht eine Zahl. Das ist noch zu beachten. Gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt bitte einmal einen Daumen hoch und in dem nächsten Video zeige ich euch dann noch ein paar Sachen, die ihr mit dem Scale auch machen könnt, ein paar Optionen, dass ihr das ganz individuell verändern könnt. So, bis dahin wünsche ich euch fröhliches Programmieren.